Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Wir machen noch ein bisschen, bevor wir schlafen gehen, ein bisschen arbeiten. Arbeit abschließen, fertig machen. Und morgen früh gehen wir dann weiter. Aber die Schlafenzeit werden wir sicherlich heute nicht haben in der Folge, denke ich mal. Ich muss noch ein bisschen düngen. Und Kamsi wird noch ein bisschen Gras fahren und auch noch düngen. Ich werde mir jetzt zum Feld Nummer 29 hechten und dort den Kurzwegfahrer unterstützen. Und alleine im Prinzip auch düngen. Weil die Arbeitsbreite ist ja die anders als bei beim Düngerstreuer. Das Sägewerk ist Palettenplatte voll. Oh nee. Das müsste ich vom Schlafengehen noch leer machen. Naja gut, morgen früh. Das schafft man so nebenbei gar nicht. Ich will mir noch im Laufe der Woche mir so einen Autoload-Anhänger besorgen. Und dann da immer ganz schnell mal im Prinzip aufladen und drüber fahren und dann auch gleich wieder verkaufen. Das macht richtig Arbeit, das Sägewerk, hä? Ja. Weil du musst ja im Prinzip die Waren immer wegfahren und stellt das Sägewerk die Position ein, ne? Wenn kein Platz ist. Ende. Na ja, gut, ich sag mal so, das war ein Versuch. Ist was Gutes für den Winter eigentlich, ne? Wenn du im Winter keine Arbeit hast, dann hast du sowas Zeit, ne? Mhm. Vielleicht war das Geld besser aufgehoben, wenn ich das theoretisch für ein Feld genommen hätte, aber gut. Ich wollte es mal testen. Feld 38. Das ist 39. Junge, habe ich die Zahl verkehrt. Ach nee. Aber das kann man jetzt ändern. Also, ich gehe mal ganz kurz. Muss ich gucken. So. Man kann ja jetzt theoretisch. Ist nicht. Theoretisch. Feld 38 umändern, das ist nämlich die 39. Jetzt sehe ich mich gerade, hey, jetzt werde ich mit schön scheiß geworden. Ich will zu Feld 39 und bin 38, hey. So, jetzt bin ich hier und helfe mal den Kollegen hier, Kursplayfahrer. Der muss ein bisschen mal tun. Der ist aktuell da hinten bei. Ja, und ich muss hier oben ein bisschen die Ecke mitmachen. Kleinen Düngerstreuer hier, hockzock geht das hier. Kommen wir also mit entgegen. Könnt ihr auch nochmal einen Helfer nehmen? Weil ich sehe ja nichts hier. Irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Wettervorhersage Wolken. Er hat ja für morgen Regen gesagt. Böse Scheiße. So, Feld ist jetzt aktuell prozentual bei 80%. Düngen. Abschließen. Bin reich, ich habe 42.000, ich kann mir einen BMW leisten. Einen kleinen, gebrauchten. Aber um 0 Uhr kommt die Bank und sagt, her mit den Zinsen. Ah, das war ein guter Hinweis, danke. Ja. Kredit zurückzahlen. Immer gerne, immer gerne. Achso, das könnte ich auch machen. Das ist kein bisschen blöd. Dann hast du ein bisschen weniger, ne? Also kann man ein bisschen Geld sparen, ne? Bei mir ist nicht viel, aber gut. Aber 40.000 zurückgezahlt ist besser wie nix.
Es kann sein, dass im vorigen Aufnahmen der Grünton nicht ganz passte. Das lag am Filter. Mein Fehler. Immer Entschuldigung dafür. Kann sein, dass Getreide nicht so grün war. Eher schwarz. Wäre beim Sonnenblumenfeld nicht aufgefallen, wenn das alles schön gelb gewesen wäre. Aber beim Sägewerk war ja auch kein Grün. Ja, gut. Ich kann ja jetzt mal gucken beim Sägewerk. Ja, das braucht noch ein bisschen. Dann gehen wir mal ein Sägewerk bei. Das Kursbrett spinnt ordentlich herum. Ist das Feld vielleicht so ungünstig geformt? Na, weißt du, was ich jetzt gehabt habe? Nee. Ich habe im zugeklappten Zustand bei der Feldspritze die Kollision gehabt, wie wenn es aufgeklappt wäre. Ach so. Ja gut, da kann vielleicht gewesen sein, dass... Ich dachte, das hat nicht nur nicht anzeigt, das kann sein. Dass er eigentlich er denkt, ist aufgeklappt. Mhm. Das könnte eher sein. Bretterpalette 2000. Inhalt. Meine Eierkartons sind nur die Hälfte voll. Mal sehen, wie lange das Palettenwerk arbeitet. Werden wir die Holz verarbeiten, verkaufen alles und dann ist es... Oh. Palettenverschärfung, okay. Aber wenn du zum Beispiel einen Hänger eingestellt hast, der auflegt gleich autolog, ne? Dann hast du gleich verarbeitet im Prinzip. Dann hast du praktisch mehr Kapazität, weil sobald es rauskommt. Genau. Lädt das auf wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn er jetzt theoretisch, so würde ich das machen, hier mit Autoload und klein hinstellen und dann die Paletten aufladen und wenn er mit die Meldung kommt, er hat keinen Platz mehr, dann kann er rüber zwischen und verkaufen, ne? Dann geht es von alleine mehr oder weniger, so muss ich ja dabei sein. Bei den kleinen Mengen ist ja ein bisschen wenig, ne? Aber sieht cool aus, wenn der Anhänger so voll ist. Mit langen Balken. Und da steht Eierpaletten. 103. Ich brachte den Nachrichten, es gab in Wien eine Demo gegen Corona.
Gegen Corona. Gegen Corona, ja, diese Maßnahmen, die sie ergriffen haben. Die Demo wurde aufgelöst. Es formiert sich langsam Widerstand. Denn es geht ja um viel bei den Leuten meistens. Blanke Existenz. Die ganzen kleinen Selbstständigen, die im Prinzip jetzt keine Arbeit haben, keine weiteren Kosten, ne? Oh, der ist fertig. So. Können wir gleich mal einen Kurs einfahren. Ein Feldkurs für Aulreif. Brauchst du noch lange? Mission ist schon fertig bei mir. Und dann mache ich halt morgen früh den Feldrangkurs, weil jetzt der dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen größer. Weil der andere ist auch gleich fertig. Anführungszeichen. Wird dann mal gleich rüberspringen. Lass den hier stehen. Wie lange er braucht. Laut Anzeige 30 Minuten, aber mal schauen. Das mache ich manuell, das ist nur ein kleiner Rest. Laut Karte hinfahren. Dann ist es bald fertig. Gegen Einzel. Jetzt fahre ich selber. Mit einem Helfer. Weil der kann dunkel besser gucken wie ich. So. 4% noch, also gut, eher fertig als die halbe Stunde. Und da kann er auch drauf stehen bleiben, fragt er morgen früh weiter. Na ja, jetzt kommt bald die Stunde der Wahrheit. 0 Uhr. Werden wir sehen, was es so kostet. Unseren teuren Kredit. Was Holz so eingebracht hat an Verkauf. Werden wir dann auch sehen. Gülle haben wir keine verkauft. Machen wir morgen. Nicht ganz so dramatisch. 3% noch. Feld 65, wo ist das überhaupt? Ach, da ist das. Beim Hof. Der normale Helfer kostet Lohn. Jo. Jetzt bin ich 8000 minus. Ich hab das nicht gesehen. Ach doch jetzt. Mietkosten, Fahrzeuge 4000. Kreditzinsen 5567. Na, noch geht's. Nach einem Jahr wird's teuer, bis dahin noch mal zurückgezahlt haben. Wir haben noch einige Erntemissionen machen. Später. Na, 3% noch.
Wieso? Doch gar nicht. Macht ja auch quer. Da trifft sich so ganz gut näher, da können wir dann die Folge kurz beenden und dann können wir schlafen und dann können wir halt den Tag nochmal beginnen. So. Ist fertig. Von mir aus können wir schlafen, ja? Dann gehen wir ganz kurz zum Haus. Unsere Villa. Am Hof. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal Tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Wenn ihr Lust habt, ich bin dabei. Tschüss. Tschüss.